So, es ist 10 Uhr. Ich würde sagen, wir beginnen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Schopphofen, Marketing Manager bei der Software AG. Lassen Sie mich zu Beginn ein paar Worte zur Software AG verlieren. Basierend auf Ihrer 45-jährigen Erfolgsgeschichte als Technologieführer im Bereich Enterprise Datenmanagement und Anwenderentwicklung ist die Software AG heute Anbieter der weltweit ersten Digital Business Plattform. Der Konzern wird von führenden Analysten der Branche als Leader ausgezeichnet und unterstützt Unternehmen dabei, ihre bestehenden IT-Systeme und Cloud-Lösungen auf einer einzigartigen Plattform miteinander zu verbinden, um Geschäftsabläufe zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Aber kommen wir nun zum heutigen Thema: höhere Kundenzufriedenheit durch bessere Prozesse, Customer Experience Management mit ARIS Cloud. Den fachlichen Part wird heute Jörg Glückmann, ARIS Product Manager Marketing der Software AG übernehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine Zwischenfragen gestellt werden können. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, über das Chatfenster mir eine Frage zu stellen. Diese werden gesammelt und am Ende des Webinars beantwortet. Und nun möchte ich das Wort übergeben und wünsche uns einen spannenden Vortrag. Jörg, Ja, bitte schön. vielen Dank für die Einführung. Ja, herzlich willkommen zu allen, die im Webcast sind. Ich sehe hier auch ein paar bekannte Namen. Das freut mich immer sehr. Ja, und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mir zuzuhören, wie man Prozesse verbessern kann, was die Kundenzufriedenheit angeht. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich englische Folien verwende. Ich habe den Versuch unternommen, die zu lokalisieren, also ins Deutsche zu übersetzen. Aber es sind so viele englische Fachbegriffe, ja, dass das ein schrecklicher Mix war. Da dachte ich mir, ich lasse das einfach auf Englisch und spreche in Deutsch dazu. Ich hoffe, dass das für Sie auch passt. Ich fange mit ein paar Folien an, um zu dem Thema hinzuleiten. Was ist Customer Experience Management? Was sind kundenfreundliche Prozesse? Wie funktioniert diese Management-Disziplin? Und dann werde ich ein kleines Demo machen, dass Sie mal sehen, wie sich ARIS Cloud anfühlt und wie so ein Referenzprozess aussieht, in dem wir zum Beispiel Customer Journeys beschreiben. Damit wechsle ich in den Vollbildmodus und starte. Unternehmen sehen sich vielen Challenges gegenüber, also vielen Herausforderungen. Ich habe hier mal so vier Hauptfelder aufgenommen. Viele von Ihnen kennen diese Herausforderungen sicherlich sehr genau. Wir sehen, dass es immer neue Herausforderungen von Wettbewerbern gibt. Ja, also es kommen Wettbewerber aus verschiedensten Industrien, die plötzlich ganz andere Industrien herausfordern. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Apple mit der Apple Watch, die den Uhrenmarkt aufmischen will, oder Google, die eventuell in ein paar Jahren den Automobilmarkt dominieren möchten. Ja? Also wir sehen neue Wettbewerber aus verschiedensten Industrien, wo man vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht hätte, dass die mal Wettbewerber werden. Ja? Das führt natürlich auch dazu, dass diese neuen Wettbewerber neue innovative Geschäftsmodelle herausbringen, die die angestammten Wettbewerber ja, vor Herausforderungen stellen. Aber es gibt auch den Trend, dass innovative Geschäftsmodelle oder Services oder Produkte immer schneller kopiert werden. Ja, das heißt, selbst wenn ich heute mit einem innovativen Dienst herauskomme, dauert es nicht lange, bis das Modell kopiert ist. Ja, ein typisches Beispiel ist Video Streaming, Netflix zum Beispiel, die den Markt dominieren. Aber es hat nicht lange gedauert, bis Wettbewerber herauskamen mit genau demselben Angebot. Ja, da liegt natürlich auch, und da komme ich gleich zur Technologie, zugrunde, dass die Basistechnologien für viele innovative Geschäftsmodelle für jeden zur Verfügung stehen. Sei es Infrastructure as a Service von Amazon Web Services oder Microsoft zum Beispiel. Ja, sei es Verträge mit Content-Lieferanten, was im Beispiel von Netflix sehr relevant ist. Weitere technologische Herausforderungen, die wir bei unseren Kunden sehen, ist ein zunehmender Trend zur Personalisierung, Personalisierung von Produkten, also Mass Customization, aber auch Personalisierung von Dienstleistungen. Das geht auch in Richtung schnellerer und besserer Support bei Produkt- und Service-Herausforderungen. Die Zeit ist eigentlich vorbei, dass ich ein Problem habe und ein Callcenter anrufe und mich dann durch 10 verschiedene Callcenter-Agents klicken muss, bis mir mal einer helfen kann. Ja?
Oder ich mich mit einem Roboter unterhalte, ja, und verschiedene Zahlen auf einem Telefon klicken muss, bis ich dann endlich mal jemanden sprechen kann, der mir helfen kann. Ja, Kunden sind nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Der Grund dafür ist relativ einfach. Es gibt ein paar Unternehmen, die einfach besser sind, die ja das sogenannte Benchmark bilden, was Servicequalität angeht. Ja, das sind vielleicht Unternehmen aus einer ganz anderen Industrie. Ja, aber wenn ich den Kundenservice gewohnt bin, erwarte ich diesen Kundenservice auch in anderen Industrien. Also, um das mal konkret zu machen, wenn ich es gewöhnt bin, dass ich bei Amazon ein Produkt bestellen kann, vielleicht sogar im Prime-Modell, das am nächsten Tag, Maximum einen Tag später geliefert wird, dann werde ich es nicht erwarten, dass wenn ich bei einem anderen Hersteller bestelle, oder werde es nicht akzeptieren, dass das Produkt in der Woche kommt. Ja, das heißt, viele Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen, nicht nur, was ist das Benchmark in meiner Industrie, sondern was ist das Cross-Industrie-Benchmark? Ja, was sind die besten Customer Experiences, die geboten werden? Wie können wir das erreichen? Und wir haben Kunden, auch für Ares Cloud, Northern Gas Networks zum Beispiel, eine Utilities Company aus England, also die Gas verkaufen in der London-Region, die machen bewusst das. Ja, die sagen, was sind die Customer Experience Benchmarks in Retail, in Banking, ja. Und wie können wir diese im Utilities-Bereich erreichen? Dazu kommt natürlich, dass Kunden, ja, das ist auch was Schönes, gewisserweise verwöhnt sind durch diese Benchmarks, und das natürlich dann auch erwarten und einfordern, ja. Und man sieht es ganz gut an dem Amazon-Beispiel, diese 5 Sterne, die ich klicken kann in der Bewertung, die können halt heute wirklich über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ja, also damit haben natürlich Kunden eine ganz andere Kraft im Markt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Viele Unternehmen, oder eigentlich würde ich fast sagen, alle Unternehmen, sagen von sich, dass sie customer-zentriert sind. Ja, also es gibt da diese schönen Standard-Management-Aussagen, ja, der Kunde ist im Herzen von all dem, was wir tun, ja, oder im Zentrum. Aber wenn man dann mal nachfragt, wenn man wirklich mal ein bisschen kritisch das Ganze betrachtet, stellt man oft fest, mehr als eine Plattitüde ist das eigentlich nicht. Ja, warum? Weil Unternehmen oder viele Unternehmen genauso Prozesse betrachten, wie sie es noch in den 80ern und 90ern gemacht haben, ja, nämlich Inside Out. Ja, es gibt ein Center of Excellence, die designen einen Order-to-Cash-Prozess oder irgendeinen anderen Prozess, die denken sich was dabei, ja, die laden vielleicht auch Mitarbeiter aus Marketing ein, aus Sales ein, aus der Produktion ein, etc. Aber die überlegen nicht, wie ist denn die Kundenmeinung zu diesem Prozess? Was sind denn die negativen Erfahrungen, die Kunden mit diesem Prozess gemacht haben? Wie können wir das verbessern? Ja, also es ist sehr, sehr oft eine interne Übung, eine interne Prozessverbesserung. Das reicht aber nicht. Das sagt ganz gut der dritte Punkt. Ja, ein guter Prozess reicht heute nicht mehr aus. Es geht darum, welche Customer Experience dieser Prozess liefert. Das ist das Wichtige. Und ich kann den besten internen Prozess der Welt haben, der ganz effizient ist, der schnell durchläuft, der geringe Prozesskosten hat, der hohe Qualität hat. Aber wenn am Ende eine schlechte Kundenerfahrung steht, dann ist der Prozess nicht gut, dann ist der schlecht. Und das ist eigentlich so eine Standard, oder das heißt Standard, so ein Grundgedanke, den viele Unternehmen vielleicht auf einer oberen Ebene haben, ja, dass sich das Management darüber im Klaren ist, wir brauchen hohe Kundenzufriedenheit. Aber wenn es dann wirklich um die Prozesse geht, ist diese Ansicht noch nicht überall durchgesickert. Den kleinen Comic-Charakter, den Sie da sehen, der Herr Bob Business, der ist da nicht ohne Grund benannt. Ich werde dann später in der Live-Demo zeigen, wie dieser Bob Business einen ja, kundenunfreundlichen Prozess kundenfreundlich macht. Centricity, entschuldige mich für die ganzen Anglizismen, aber wie gesagt, das ist relativ schwierig, alles immer zu übersetzen, aber Customer Centricity liegt in den Prozessen. Ja, das kann man eigentlich, wie ich das schon getan habe, sehr, sehr einfach verargumentieren, wenn ein Prozess keine gute Kundenzufriedenheit liefert, dann kann der nicht gut sein. Ja, und deshalb gibt es viele Unternehmen, wir sehen das auch tatsächlich in vielen Projekten, die ganz anders an eine Prozessverbesserung rangehen. Ja, nämlich nicht inside out, sondern outside in. Und outside in bedeutet, dass man auf die Organisation schaut und sagt, okay, welche
Touchpoints haben Kunden denn, um mit uns zu interagieren? Ja, das kann eine Niederlassung sein, das kann eine E-Mail-Adresse sein, eine Telefonnummer. Aber welche Touchpoints gibt es und was passiert, wenn ein Kunde eine Interaktion gestartet hat mit uns? Ja, wer nimmt die auf? Was gibt es da für Qualitätskriterien? Was gibt es da für Service-Levels? Und diese Denkweise ist eigentlich ein fundamentaler Shift, wenn es um Prozessverbesserungen geht. Im Allgemeinen sollten so drei Stimmen da betrachtet werden. Das ist zum einen die Stimme des Kunden. Ja, also was möchte der Kunde erreichen? Was sind die Erwartungen des Kunden? Und man könnte, das passt zur Erwartung natürlich auch sagen, was sind die Benchmarks, die ein typischer Kunde von uns gewohnt ist, vielleicht auch aus anderen Industrien. Dann die Stimme des eigenen Unternehmens. Ja, weil ich muss natürlich auch beachten, dass ich noch effizient und effektiv bin. Also ich kann natürlich die beste Kundenzufriedenheit der Welt liefern durch die kundenfreundlichsten Prozesse. Aber wenn das meine Kosten entsprechend hochtreibt, dass ich nicht mehr auf der finanziellen Seite wirtschaftlich arbeiten kann, dann bringt mir das natürlich auch nichts. Ja, das heißt, das Ganze muss balanciert sein. Was auch wieder eine Auswirkung auf die Strategie hat, weil ich muss wissen, was macht mich denn speziell? Ist es der Kundenservice? Da muss der top sein. Oder bin ich Preisführer? Und wenn ich Preisführer bin, dann erwarten die Kunden vielleicht gar nicht den besten Kundenservice der Welt, sondern die wollen einfach möglichst billig ein Produkt kaufen. Das ist eine strategische Entscheidung. Und basierend auf dieser Strategie müssen die Prozesse halt auch ausgerichtet werden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn versucht wird, beides zu tun, weil dann wird es echt schwierig, weil dann werde ich eine Abteilung oder einen Bereich im Unternehmen haben, die völlig auf Kundenzufriedenheit fokussieren, und ich werde einen Bereich haben, der völlig auf Kosten fokussiert, und die zusammenzubringen, ist eine schwierige Aufgabe. Die dritte Stimme ist die Stimme des Markts, also was machen meine Wettbewerber? Haben die neue innovative Produkte oder Services? Haben die neue innovative Prozesse? Haben die schlankere Prozesse? Haben die schnellere Durchlaufzeiten? Was ist eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit in meiner Industrie? Ja, wo sind vielleicht meine Wettbewerber richtig, richtig schlecht? Und vielleicht kann ich mich da abheben, indem ich dort besonders gut bin. Ja, also für so ein Outside-in-Prozess-Management-Projekt sind diese drei Stimmen sehr, sehr wichtig, um sich erstmal so ein Bild zu machen, wohin will ich gehen, was will ich erreichen. Das Problem an der Sache ist, wie will ich diese Stimmen hören und wie will ich Prozesse verbessern, wenn ich meine Prozesse nicht kenne. Ja, und dieses Bild, was Sie hier gerade sehen mit dem Bob Business und dem Fragezeichen, ist exemplarisch für viele Unternehmen. Ja, Sie kennen vielleicht einen Marketingprozess und ja, Sie kennen vielleicht einen Produktionsprozess und irgendwo ist auch noch ein Salesprozess. Aber wie funktioniert das zusammen? Wie funktioniert das End-to-End? Ja? Welche Touchpoints haben wir mit Kunden? Welchen Weg gehen die durch das Unternehmen? Ja? Was sind die ganzen End-to-End-Beziehungen? Das ist in vielen Unternehmen nicht klar. Und wenn ich so ein Bild habe, mit ein paar Blättern an der Wand, ja, und Modellen verschrieben in verschiedensten Methoden, die in verschiedensten Datenbanken oder Wikis liegen oder vielleicht auch auf einem lokalen Rechner, dann kann ich kein Prozessmanagement betreiben. Ja, das ist relativ leicht verständlich, und viele Unternehmen, die starten, ihre Prozesse zu verbessern, die fangen an in einzelnen Abteilungen, und am Ende wird dann festgestellt, das läuft nicht zusammen, wir müssen das irgendwie professionalisieren. Wir sehen viele Kunden, die das mit Ares Cloud tun. Warum? Weil Ares Cloud eine sehr niedrige Einstiegshürde bereitstellt. Ja, also Ares Cloud ist Ares in der Cloud. Gibt es in zwei verschiedenen Modellen. Da gibt es ein Public Cloud Modell, ein Private Cloud Modell. Das Public Cloud Modell habe ich innerhalb von 1-2 Minuten verfügbar. Da gibt es auch eine Free Trial, das zeige ich Ihnen dann mal. Das heißt, hier kann ich eigentlich sofort loslegen, Prozesse zu modellieren, zu visualisieren, die auszuwerten, die zu teilen mit Mitarbeitern oder Kunden und Partnern. Ich habe auch eine soziale Kollaboration, ja, wo man sich austauschen kann über Prozessverbesserungen. Das Ganze funktioniert so, dass Sie sagen, ich starte ein Projekt, dann wählen Sie sich einen Projektraum aus. Wir haben Datencenter in Europa, in den USA und in Australien. Und je nachdem, wo Sie sind, sollten Sie natürlich ein Datencenter in dieser Region wählen. Die Infrastruktur, die darunter läuft, ist Amazon Web Services. Das heißt, da ist eine hochverfügbare Infrastruktur vorhanden, die auch super skaliert.
Aber wieder zurück zu einer guten Customer Experience. Wie ist die definiert? Ja, es gibt natürlich viele, viele Definitionen dahinter. Aber am Ende geht es einfach darum, wie effektiv kann ein Kunde Produkte oder Services kaufen in einem Unternehmen, also beziehen, und wie sind die Erfahrungen, die er auf diesem Weg, auf dieser Journey macht? Sind die positiv oder sind das negativ? Sind die negativ? Wie gesagt, diese Einschätzung, was ist positiv, was ist negativ, hängt zu einem sehr, sehr großen Teil daran, was der Kunde gewöhnt ist von anderen, ja, von dem Service, den vielleicht Amazon liefert, ja, oder ein anderes Unternehmen aus der jeweiligen Industrie. Dementsprechend wird der Kunde ihren Service entsprechend auch einschätzen, als gut oder vielleicht auch als nicht so gut. Ganz wichtig ist, dass eine gute Kundenerfahrung temporär auch beschränkt ist, ja, die ist heute vielleicht top. Aber das kann vielleicht in einem Quartal oder in einem Jahr ganz anders aussehen, weil die Mitbewerber natürlich nachziehen. Das heißt, man muss sich regelmäßig die Frage stellen, was ist denn eine gute Kundenerfahrung, ein gutes Kundenerlebnis. Um das Ganze managebar zu machen, gibt es verschiedene Bereiche, die ich abdecken muss. Ich muss natürlich einen Prozess beschreiben, ja, als Kern für eine gute Kundenerfahrung. Ein Prozess ist klar eine Reihe von Aktivitäten, die einer bestimmten Wertschöpfung erzielen sollen. Darunter noch ganz spannend sind die Business Scenarios. Also ein Business Szenario ist also eine Prozessinstanz. Das heißt, ein Kunde kann vielleicht verschiedene Wege in ihrem Unternehmen gehen, um ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Ja, ein Business Szenario wäre eine bestimmte Instanz, also ein Weg, um das Produkt zu bekommen. Ja. User Stories dahinter kennen Sie vielleicht als Use Cases in der Softwareentwicklung. Im Bereich Customer Experience Management nennt man das User Stories. Die werden formuliert in dieser Übung, um zu verstehen, was der Kunde will. Und ja, was ganz üblich ist, man sagt, ich möchte, damit ich etwas tun kann. Also ein Beispiel, ich möchte mich auf der Website registrieren können, damit ich das Produkt später kaufen kann oder mehrere Produkte später kaufen kann, ohne mich immer wieder neu zu registrieren. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, das heißt, also ich definiere Prozesse, ich definiere verschiedene Wege durch die Prozesse, also Prozessinstanzen, und ich definiere die User Stories, also was möchte der Kunde erreichen. Und die Requirements, wie gesagt, früher sehr oft oder auch teilweise noch heute intern definiert, ja, von internen Bereichen, werden oft und mehr von Kunden definiert. Also Kunden werden tatsächlich eingeladen, mit in den Workshop gesetzt oder das Ganze halt in der Cloud, in der Social Collaboration getan, wo der Kunde gefragt wird, was sind denn deine Erwartungen an dem Prozess? Ja, wie schnell möchtest du ein Produkt bekommen? Was möchtest du eine Selektion von Produkten? Ja, an welcher Stelle oder wie möchtest du mit uns interagieren? Ja, was sind deine Lieblingskanäle oder die du am meisten nutzt, um mit uns Geschäfte zu machen? Der zweite Teil, was definiert werden muss, wie gesagt, ich gebe Ihnen dann gleich noch eine Live-Demo dazu, sind Customer Journeys. Und Customer Journeys laufen über verschiedene Prozesse hinweg. Das heißt, ein Kunde interagiert mit uns über einen Touchpoint, ja, also der ruft zum Beispiel eine Hotline an, um ein Produkt zu kaufen. Und von diesem Touchpoint werden Prozesse definiert. Was passiert ab diesem Touchpoint? Wer ist verantwortlich für diesen Prozess, der danach stattfindet? Was sind die Service Level? Welchen möglichen Weg kann ein Kunde durch ein Unternehmen gehen, wenn er Produkte kauft? Das heißt, hier ist es wichtig, eine End-to-End-Perspektive zu haben, um wirklich verschiedenste Unternehmenssilo zusammenzubringen, um zu verstehen, wie reist der Kunde durchs Unternehmen. Was ein ganz typischer Anwendungsfall in der Versicherungsindustrie ist, ist, dass Journeys, also Wege durchs Unternehmen von einem Kunden, gewertet werden oder gewichtet werden nach dem möglichen Umsatz. Das heißt, wenn ich sehe, dass ein Kunde einen bestimmten Weg einschlägt, der mir einen höheren Umsatz bringt, dann wird ein höheres Service-Level auf diesen Prozess gelegt. Ja, da wird sichergestellt, dass der Kunde, jetzt springe ich schon ein bisschen vor, an einem Moment of Truth, also an einer ganz wichtigen Interaktion, wirklich zufrieden ist, damit er auf dieser Journey bleibt und höherwertige Produkte kauft. Das Ganze, ich hatte Sie gewarnt, das sind sehr viele Anglizismen,
geht auch hin zum Thema Customer Lifetime Value, also wo man schon relativ früh berechnen kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde einen bestimmten Customer Lifetime Value erreicht, wenn er in dieser Journey bleibt. Customer Touchpoints, da bin ich schon drauf eingegangen, also einfach das Verständnis, welche Touchpoints gibt es für Kunden, und die Moments of Truth sehen wir ganz unten im dritten Point. Das sind wirklich die Punkte, die springe ich mal weiter, die von besonderer Bedeutung sind. Also man sagt, bei einem Moment of Truth entscheidet sich, ob der Kunde zufrieden ist, ob der ein Produkt kauft oder abspringt. Ja, und deswegen gibt es Unternehmen, die tatsächlich für jeden Moment of Truth einen verantwortlichen Mitarbeiter abstellen, der dafür sorgt, dass dieser Moment of Truth positiv für den Kunden ist. Ja, ich habe ganz am Ende noch ein, zwei Folien, wo noch ein bisschen belegt wird, warum das wichtig ist. Es gibt viele Statistiken, was es bringt, wenn ein Kunde einen positiven Moment of Truth hat, was das für den Customer Lifetime Value am Ende des Tages bedeutet. So, wie gesagt, damit springe ich mal in eine Live-Demo ab. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich muss noch kurz den Browser sharen mit Ihnen. So, jetzt müssten Sie meinen Browser sehen. Okay, gut. ich bin hier gerade auf arescloud.com. Ich sage Ihnen noch zwei, drei Sätze zur Website. Das ist sozusagen die Arescloud-Website, liegt ja irgendwie auch nahe. Ja, wenn Sie hier auf Arescloud mal klicken, kriegen Sie einen Überblick über die verschiedenen Editionen, die wir da unterstützen. Wenn Sie auf Features gehen, kriegen Sie eine Auflistung der verschiedenen Funktionen, die Arescloud bereitstellt. Ja, man kann hier auch auf die verschiedenen Feature-Blöcke klicken, dann kriegt man eine genauere Beschreibung. Unter Use Cases gibt es auch ein Use Case Custom Experience Management, worüber ich gerade erzähle. Da gibt es einen sehr guten How-To-Guide, den können Sie sich mal durchlesen. Der ist sehr, sehr gut gemacht. Also kein Marketing-Paper, sondern wirklich sehr konkret. Da müssen Sie sich auch nicht registrieren, der ist frei zugänglich. Es gibt hier auch noch einen Webcast zu dem Thema und auch eine Free Trial. Und ganz wichtig, unter Shop können Sie sich eine eigene Free Trial auch anlegen. Also wenn Sie auf Start Trial klicken, kriegen Sie kostenfrei Zugang zu Ares Cloud für einen Monat, zwei Designer und fünf Viewer, also zwei Leute können dann Projekte oder Prozesse beschreiben und fünf können die reviewen und kollaborieren rundherum. Und was ganz wichtig ist, wenn Sie die Hosting-Region wählen, wählen Sie Europa, weil ansonsten wird das Ganze deployed in den USA, in Oregon, auf Amazon Web Services oder in Sydney, in Australien. Da gibt es natürlich eine Latency, da gibt es natürlich eine Verzögerung. Ne? Gut, eine Sache noch, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten, gehen Sie bitte kurz vorher auf Support und auf Tutorials. Da gibt es ein paar Videos, die beschreiben, wie man das Produkt verwendet. Okay, wenn Sie Ihre Login-Daten bekommen haben, können Sie einfach auf MyArescloud klicken, Sie, wie ich das tue. Da müssen Sie sich anmelden, ich war gerade noch angemeldet. Und Sie sehen dann einen Projektraum, so wie dieser hier mit einer Beschreibung, was ist das für eine Edition, also im Fall der Free Trial wird es eine Basic sein, wie viele Lizenzen haben Sie, wo ist die angelegt und wann läuft dieser Projektraum ab. Ich starte jetzt mal den Projektraum Process Library EU und springe dann direkt in Ares Cloud. So, das muss ich mal zumachen. Ich muss mich doch nochmal anmelden. Da hatte ich einen Timeout. Eine Sekunde. So. So, ich melde mich jetzt an. Und jetzt starte ich den Projektraum nochmal. Und jetzt geht's los. Also wir sind jetzt in Ares Cloud. Man sieht so die Startseite. Wir können sehen, dass es drei Administratoren für diesen Projektraum gibt. Wenn Sie sich die Free Trial anlegen, gibt es dann nur einen. Ja, das sind dann in dem Fall Sie.
Man hat hier so ein paar Shortcuts, wenn man modellieren will oder Personen finden möchte. Auf der rechten Seite hat man eine soziale Kollaboration, also so ein Activity Stream, wie man es vielleicht aus Facebook kennt. Wenn man hier oben auf Kollaboration klickt, ist das Ganze noch ein bisschen detaillierter. Dann können Sie Gruppen anlegen für bestimmte Themen, also zum Beispiel Verbesserung von einem HR-Prozess, wo Sie dann HR-Mitarbeiter einladen oder Leute, die Sie gerade eingestellt haben. Sie können dann Gruppen anlegen, in denen bestimmte Prozesse diskutiert werden. Und jeder, der in so einer Gruppe ist, kriegt dann auch eine Push-Notifikation, wenn dort gerade was passiert ist. Ja. Hier gibt es ein Repository, eine Datenbank, wie Sie das vielleicht aus der klassischen On-Premise-Ares-Version kennen, wo Sie durch verschiedene Inhalte navigieren können. Aber das können Sie auch sehr komfortabel über die Suche machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Sales eingibt, gibt es gar keinen Sales-Prozess. Customer. Also wenn Prozesse mit entsprechenden Namen in Ares Cloud sind, finden Sie die dann über die Suche. Sales ist jetzt gerade nicht vorhanden, weil das ja der Customer Experience Management Projektraum ist. Okay. Was Sie jetzt sehen können, ist, dass hier auf der rechten Seite schon eine Kollaboration stattfindet. Bob Business, den hatte ich Ihnen ja schon kurz vorgestellt, hat einen Kunden eingeladen, in dem Fall Sophie Customer, die sich über eine schlechte Kundenerfahrung beschwert hat und hat gesagt hat ihr geschrieben, ich habe eine Customer Journey so ein bisschen High Level beschrieben, gib mir doch mal bitte dein Feedback dazu. Ich springe gleich in das Diagramm, ich sage Ihnen dann noch ein bisschen später was zu den verschiedenen Sichten hier. Und was wir hier sehen, ist eine Customer Journey auf der höchsten Ebene, auf der am meisten aggregierten Ebene für einen Online-Product-Ordering-Prozess. Ja, also die Online-Bestellung eines Produktes. Wir sehen ein Pool für den Kunden, also das ist die Kundensicht auf den Prozess, und ein Pool für Business. Ja, also das ist das Unternehmen, was diesen Service bereitstellt, die Unternehmenssicht. Was wir jetzt zwischen diesen beiden Pools sehen, sind Messages, die ausgetauscht werden. Ja, also wir haben hier im BPMN Collaboration Diagram. Wir sehen, dass also Produktinformationen bereitgestellt werden. Dann gibt es eine Bestellung. Das ist ein Moment of Truth. Ja, dann gibt es eine Bezahlung. Das ist auch ein Moment of Truth. Eine Confirmation, ja, dass die Order eingegangen ist. Und am Ende wird das Produkt geliefert. Wie gesagt, das ist die am höchsten aggregierte Ebene, um erstmal so ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen. Jetzt schauen wir mal auf die Kollaboration. Wir sehen, dass der Bob geschrieben hat, vielen Dank, dass du mir mit der Customer Journey Verbesserungen hilfst. Was denkst du über diesen High-Level-Prozess? Die Sophie schreibt dann zurück, dass sie Probleme hatte mit Goods Delivery, also diesen Moment of Truth hier. Ja? Also offensichtlich kam das Produkt nicht rechtzeitig und hier gibt es wohl ein Problem. Und sie fragt den Bob, ob das nicht genau spezifiziert werden kann. Und das ist genau das, was Bob im nächsten Schritt tut. Er sagt, okay, lass uns doch mal ein bisschen genauer draufschauen, wie der Prozess aussieht, um dann zu sehen, ob wir das Problem lösen können. Nicht erschrecken, das ist jetzt schon sehr, sehr detailliert. Aber ich denke, das ist gar nicht so schlecht, um mal wirklich zu verstehen, wie viele Unternehmen Ares Cloud einsetzen, um so eine Customer Journey zu beschreiben und dann zu verbessern. Also was wir jetzt sehen, ist, dass Business noch spezifiziert wurde zu Sales, zu Billing, zu Support. Wir sehen, dass die Prozesse genauer beschrieben wurden mit den verschiedenen Steps. Und wir können eigentlich ganz gut sehen, wie der Kunde durch das Unternehmen geht. Dass er sich ein Produkt auswählt, dass er eine Order platziert, also eine Bestellung. Ja. Wir sehen, dass hier ich gehe mal auf die Legende, da sehen Sie das mal ganz gut, dass es ein Business Moment of Truth gibt, also ein Moment of Truth des Unternehmens, ja, und ein Customer Moment of Truth. Ja, also wenn der Kunde sein Moment of Truth hat. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was bei Goods Delivery passiert, ja, weil da gab es ja von der Sophie die Beschwerde. Wir sehen, dass das Unternehmen die Order bearbeitet und das Produkt
verschickt. Goods Delivery. Und das ist ein grüner Business Moments of Truth. Also wenn das Produkt die Werkhalle verlässt oder das Lager verlässt, ist der Prozess für das Unternehmen damit beendet. Auf der anderen Seite, wenn man mal die Kundensicht einschlägt, outside in, dann sehen wir, dass der Kunden-Moment of Truth eigentlich erst dann stattfindet, wenn das Produkt getestet wurde und funktioniert. Ja? Das heißt, wenn hier was schief geht, wenn das Produkt nicht geliefert wird, habe ich das Problem, dass mein Business, das Unternehmen sagt, alles okay. Der Kunde ist allerdings nicht glücklich damit, weil es vielleicht einfach eine Woche zu spät kommt, nicht funktioniert. Ja? Davon erfahre ich, wenn es ein Review gibt, ja, also wenn der Kunde dann schreibt, das Produkt kam zu spät, aber wenn er das nicht tut, kriege ich das vielleicht gar nicht mit, dass ich hier einen Kunden verloren habe. Also offensichtlich stimmen die Moments of Truth vom Kunden und vom liefernden Unternehmen nicht überein. Jetzt schauen wir uns nochmal die Kollaboration an. Und die Sophie schreibt genau das, dass dieser Moment of Truth, der vom Unternehmen ist und nicht ihrer, ja, also wahrscheinlich war genau das ihr Problem. Und Bob sagt, okay, dann lass uns doch wirklich mal hier um diesen Moment of Truth das Ganze spezifizieren, was dort passiert. Und lass uns mal schauen, wie wir mitbekommen können, dass du dein Produkt rechtzeitig bekommst oder auch nicht. Also was man in der weiteren Ausbaustufe sieht, ist, dass diese Box hinzugekommen ist, wo ja Transparenz in das in den Delivery-Prozess gebracht wurde. Also wann wurde ein Produkt geliefert? Wir sehen, dass es hier eine Feedback-Schleife gibt, wo der Kunde oder wo das Unternehmen eine Information bekommt, wenn das Produkt nicht geliefert wurde. Ja, dann ist das ein negativer Moment of Truth auch für das Unternehmen. Also hier muss was verbessert werden. Also das muss gefixt werden, damit der Kunde wieder zufrieden ist. Wenn die Lieferung zur richtigen Zeit ankam, ist es ein positives Moment of Truth, damit der Prozess beendet. Ja, aber es ist faktisch hier eine Feedback-Schleife eingebaut, dass das Unternehmen sieht, kam das Produkt zur richtigen Zeit an, ja oder nein. Das Ganze mappt dann auch zum Moment of Truth vom Kunden. Ja, der kriegt das, der ist dann positiv kriegt das Produkt so wie erwartet, testet es dann und wenn alles funktioniert, dann ist die Kundenerwartung positiv. Und die Sophie schreibt dann auch genau das. Diese Feedbackschleife wird mir dann letztendlich helfen, dem Unternehmen mitzuteilen, ob mein Produkt jetzt kam oder nicht, damit das Ganze entsprechend verbessert werden kann. Den Prozess kann man dann natürlich noch entsprechend auswerten. Ja, in Ares Cloud haben sie da noch verschiedene Analyse-Funktionalitäten, wo sie ein Word-Dokument daraus generieren können, also so ein Work-Manual, oder das Ganze exportieren können als Grafik, als PDF und so weiter und so fort. Das Ganze, die ganzen Reports hier richten sich auch danach, was für ein Modell gerade verwendet wird. Wie gesagt, BPMN Collaboration ist das hier. Bei EPK gibt es noch ein paar andere Reports. Ich kann Attribute pflegen auf Prozesslevel, auf Aktivitätslevel. Ich kann die Attribute auch entsprechend bearbeiten. Und ich kann, wenn ich ein Designerrecht habe, den Prozess auch in dieser Umgebung direkt modifizieren. Also ich habe jetzt mal auf Bearbeiten geklickt, weil ich die Designerrechte habe und dann komme ich in die Designumgebung, wo ich dann ja auch wieder Reports fahren kann, wenn ich das möchte. Und ich kann dann hier entsprechend Objekte platzieren, Prozesse bearbeiten, Attribute pflegen etc. Ja, das ist alles in derselben Umgebung und auch sehr einfach und schnell zu tun. Okay, so viel zur kurzen Live-Demo. Wie gesagt, wenn Sie das Ganze mal selbst ausprobieren wollen, klicken Sie auf Shop, klicken Sie auf Free Trial, dann können Sie mit der Basic-Version arbeiten. Vielleicht kurz zum Unterschied von den verschiedenen Editionen. Ares Cloud Basic ist
ein, ja, Beginnerpaket klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu leicht, ja, aber Sie können damit ein Prozessverbesserungsprojekt machen, auch kollaborativ, können das Ganze mieten auf einer 3-Monats-Basis, haben dann, wenn Sie die Profi oder die volle Datenbank nehmen, 74 verschiedene Modelltypen, die Sie unterstützen können oder die Sie verwenden können. Was limitiert ist ja das Customizing. Also eigene Reports bauen oder Filter anlegen geht da nicht, weil es halt ein Public Cloud Deployment ist. Wenn Sie die Ares Cloud Advanced verwenden, dafür gibt es keine Free Trial, also das müssen Sie dann mieten. Da können Sie sich dann verschiedene Reports selbst anlegen, da können Sie sich Filter anlegen, können es also ganz ein bisschen mehr anpassen. Und die Enterprise ist ja das klassische Ares, also das Ares, so wie Sie es vielleicht kennen, in einem Private Cloud Deployment bedeutet, dass ein Kunde sagt, ich möchte das komplette Ares in der Single Instance, also nur für mich, dann deployen wir Ares in einem Datencenter bei Ihnen in der Region und Sie können dann darauf zugreifen. Ja, das ist Ares Cloud Enterprise, kommt dann mit allen ja, Funktionen, die Sie auch aus Ares kennen, aber in einem anderen ja, Delivery-Modell, wie man so schön sagt. Vielleicht noch eine Sache, die ich Ihnen zeige, bevor ich ans Ende der Präsentation komme. Wie gesagt, wenn Sie sich hier anmelden über MyARES Cloud, kommen Sie in dieses Fenster, wo Sie Ihren Projektraum starten können. Wir waren vorhin in diesem Projektraum. Wenn Sie auf dieses kleine Zahnrad gehen, können Sie ja, sich die Informationen anzeigen über diesen Projektraum. Sie können aber auch ein User Management machen, das heißt, Sie können Leute hier einladen, Invite User, und können denen verschiedene Rollen zuweisen, was sie tun können, was sie machen können, ob die Designer sind oder Viewer. Relativ komfortabel. Sie können auch Datenbanken pflegen, Passwort ändern etc. Ich gehe mal auf die Datenbanken, weil das ist noch ganz spannend. Sie sehen, im Augenblick habe ich in meinem Projektraum zwei Datenbanken. Sie können hier auch weitere anlegen. Sie können auch Datenbanken importieren. Ich gehe mal auf New Database. Und hier können Sie dann wählen, ob Sie eine Beginner-Datenbank haben wollen. Das Ganze oder diese Datenbank unterstützt dann nur vier verschiedene Modelltypen. Oder ja, das andere Extrem ist die Expertendatenbank mit 74 verschiedenen Modelltypen, die Sie zur Verfügung haben, mit denen Sie dann entsprechend arbeiten können. Ja, und wenn Sie jetzt die Expert nehmen, dann werden Sie noch gefragt, ob die leer sein soll. Also Sie legen dann eine neue Datenbank an in der Cloud oder ob Sie Beispielinhalte haben wollen, Referenzprozesse, dann verwenden Sie diesen Datenbanktyp. Dann kriegen Sie ein paar Referenzprozesse mitgeliefert, dass Sie ein bisschen so verstehen, wie sollten dann meine Prozesse aussehen. Gut, damit gehe ich mal zurück zur Präsentation und komme zu meinen letzten zwei Folien. Warum ist Customer Experience Management wichtig? Wie gesagt, es gibt da viele, viele, viele Studien zu dieser Management-Disziplin. Ich habe mal ein paar ja, Fakten rausgesucht, die ich eigentlich sehr beeindruckend finde. 78% aller Kunden, das ist eine Studie in den USA, wollten schon mal ein Produkt kaufen und haben den Kauf abgebrochen wegen schlechter Kundenqualität. Bei Bedarf kann ich Ihnen auch noch ein paar Details zu diesen Zahlen liefern, wenn Sie das möchten. Diese Studie bezieht Offline- und Online-Kanäle mit ein. Ja, also wenn ich eine schlechte Kundenerfahrung habe, führt das oft dazu, dass Kunden einfach ihre Transaktion nicht abschließen, dass sie abbrechen, dass sie aus dem Laden gehen, ja, dass sie eine Website schließen, wenn sie ein Produkt nicht finden. Ja. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl und das bedeutet im Umkehrschluss, dass natürlich auch mehr Umsatz gemacht werden könnte, wenn diese Probleme im Kundenservice nicht existent gewesen wären. Dazu kommt, dass es 6 bis 7 Mal teurer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen bestehenden Kunden zu halten. Zusätzlich dazu sind Kunden, die zufrieden sind, eher bereit, mehr Produkte über den Kanal zu kaufen als Kunden, die nicht zufrieden sind. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, ja? Aber sich das nochmal vor Augen zu führen, was das für einen Einfluss hat.
kann nicht schaden. Ja? Also wenn ich es schaffe, eine hohe Kundenzufriedenheit zu haben, werden mehr Kunden kaufen. Wenn die Kunden zufrieden sind mit ihrer Transaktion, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eine weitere Transaktion tätigen. Ja? Das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis von Amazon am Ende des Tages. Ja? Produkt wird schnell geliefert, es gibt eine Riesenauswahl, deswegen bestelle ich da einfach nochmal. Ja? Zusätzlich kommt noch, dass wenn ich einen guten Kundenservice erfahre, dann ist es okay, dann erzähle ich da vielleicht nicht so oft darüber. Wenn der richtig schlecht ist, tendieren Menschen dazu, das auch öfter zu kommunizieren, als wenn der Service super war. Das kennen Sie vielleicht, ja, wenn irgendwo was wirklich Schlechtes passiert ist, in einem Ladengeschäft oder bei einem Online-Store, dann werden Sie das erzählen. Wenn Sie sagen, ich wollte mir hier was kaufen, bin ewig nicht bedient worden, ja, oder mir ist das falsche Produkt zugeschickt worden, ja, oder das Produkt hat nicht funktioniert. Das heißt, solche Nachrichten verbreiten sich schneller als gute. Ja, und dann sollte man natürlich drüber nachdenken, wie kann man das vermeiden. Und da ist Customer Experience Management genau eine Disziplin dafür. Okay. Das Wichtigste an Customer Experience Management ist, dass man damit anfängt. Ja? Also wenn Sie das nicht eh schon tun, überlegen Sie sich, ist das was für mein Unternehmen? Sollte ich das ganze Thema vorantreiben? Wenn ja, führen Sie ein paar Gespräche in Ihrem Unternehmen, sprechen Sie mit dem Management, ob es eine Customer Experience Management Strategie gibt. Wenn nein, ob diese ausgearbeitet werden soll. Dann natürlich schauen Sie sich um, ob es schon Prozessverbesserungsinitiativen gibt. Die sollten Sie da auf jeden Fall mit ins Boot holen. Und ganz wichtig, wenn es dann um die Prozesse geht, nehmen Sie eine Outside-In-Perspektive ein, laden Sie Kunden ein für Workshops, machen Sie Kundenumfragen, um zu verstehen, wie ist meine Kundenzufriedenheit im Augenblick, ja? Was sind wirklich Probleme, die Kunden haben, lösen Sie die Probleme, dann messen Sie die Kundenzufriedenheit wieder, damit wirklich klar messbar ist, dass eine Verbesserung stattfindet oder nicht. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und freue mich nun auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Ja, vielen Dank, Jörg. Während deines Vortrags kamen keine Fragen rein. Sie haben jedoch jetzt noch die Möglichkeit, welche zu stellen, falls Sie welche haben. Ansonsten, wenn Sie davon weitere Informationen haben, kommen Sie einfach direkt auf mich zu. Meine Kontaktdaten haben Sie ja in den Mails. Jörg, du hast anscheinend gut erklärt. Wie gesagt, wenn Sie auf arescloud.com gehen, finden Sie unter Use Cases auch dieses Customer Experience Management, diese Seite mit einem White Paper, mit einem Webcast, da wird es nochmal genau beschrieben, wie man die Journeys modelliert. Da können Sie dann auch nochmal nachschlagen, wenn Sie noch ein bisschen was genauer wissen wollen zu dem Thema. Okay, also sehr still im Chatraum. Da würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Webinars angelangt. Somit bedanke ich mich noch einmal recht herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bis bald. Tschüss.